Kolleginnen und Kollegen, vorweg zwei Hinweise, die wir aufgrund einer Auflage der Versammlungsbehörde hier vorzulesen haben. Erstens ist während der Kundgebung und der anschließenden Demonstration den Hinweisen der Ordnerfolge zu leisten, was ja eine Selbstverständlichkeit ist. Und zweitens haben wir auf das Vermummungsverbot und auf das Verbot des Abbrennens von Pyrotechnik hinzuweisen. Das ist jetzt hiermit geschehen. Kolleginnen und Kollegen, im Namen des DGB-Stadtverbandes Braunschweig begrüße ich euch alle herzlich zu unserer Maikundgebung 2018. Und zusammen mit euch begrüßen wir zwei besondere Gäste heute. Zum einen unseren Oberbürgermeister Ulrich Markurt. Und zum anderen unseren Kollegen Frank Zirske, der heute die Hauptrede halten wird. Lieber Frank, im Sommer 2015 haben wir dich gefragt, ob du am 1. Mai in Braunschweig eine Rede halten würdest. Und du hast kurz geantwortet, gerne. Aber für 2016 und 2017 hast du schon Verabredungen am 1. Mai getroffen. Und so haben wir uns vor 3 Jahren auf den heutigen Tag verabredet. Und ich kann im Nachhinein sagen, auch wenn wir am Anfang ein bisschen traurig waren, dass es so lange dauert, kann ich im Nachhinein sagen, das Timing könnte ja kaum besser sein. Die Tarifkämpfe im öffentlichen Dienst und in der Metallindustrie sind gerade erfolgreich beendet worden. Und du hast in den letzten Wochen für Verdi, aber auch stellvertretend für alle DGB-Gewerkschaften deutlich gemacht, dass die Beschäftigten in den Betrieben und Verwaltungen und ihre Gewerkschaften eine starke Kraft in unserer Gesellschaft sein können und auch sind, sofern wir diese Kraft im Interesse unserer Kolleginnen und Kollegen bündeln und einsetzen. Dies gilt für die Tarifrunden und dies gilt genauso für viele andere Themen in unserer Gesellschaft. Die Maikundgebung 2018 stehen ja nicht zufällig unter dem Motto Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit. Angesprochen ist damit die ganze Breite der derzeitigen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, in denen es um unsere demokratischen und sozialen Rechte geht. Wir sind deshalb, Frank Zirske, sehr gespannt auf deine Rede nachher. Und damit darf ich auch unseren zweiten Gast begrüßen, lieber Kollege Ulrich Markurt. Wir haben vor 3 Jahren gemeinsam eine alte und leider in Braunschweig viel zu lange unterbrochene Tradition wieder aufgenommen. Das Grußwort des Oberbürgermeisters auf der Maikundgebung. Danke dafür und herzlich willkommen. Zu den Aufgaben der DGB-Stadtverbände gehören ja besonders auch die kommunalpolitischen Themen. Gerade in den Kommunen zeigt sich ja, wie gerecht und sozial eine Gesellschaft organisiert und wie gerecht und sozial eine Gesellschaft politisch auch geführt wird. Schon lange fordern wir als DGB zum Beispiel einen sozialen Arbeitsmarkt durch die Schaffung eines öffentlichen kommunalen Beschäftigungssektors mit fair entlohnter, also tariflich gesicherter Erwerbsarbeit. Besonders Langzeitarbeitslose können dadurch eine faire Chance auf Teilhabe in unserer Gesellschaft erhalten. Das heißt für uns ganz konkret Menschenwürde. Der Bund muss die Länder und die Kommunen besser als bisher befähigen, dass sie diese Aufgaben auch im Großen umsetzen können. In unserer Region gibt es inzwischen einige große Wohnungsbauprojekte und das ist gut. Aber auch in dieser Frage gilt, für die Sicherung des Grundrechts von bezahlbaren Familien- und altersgerechten Wohnungen, besonders auch in gemischten Quartieren, muss noch mehr als bisher getan werden. Auch hier müssen
der Bund und das Land, die Kommunen und die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften mit Hilfe öffentlicher Investitionen wirksamer als bisher unterstützen, denn die Kommunen alleine sind hier überfordert. Und der DGB erwartet von allen Kommunen, dass diese die Vergabe kommunaler Aufträge verbinden mit der strikten Durchsetzung sozialer Mindeststandards. Wir denken hier natürlich insbesondere an die Frage der Bezahlung nach Tarif und die Einhaltung ökologischer und sozialer Kriterien. Es gibt also sehr viele Schnittpunkte zwischen den DGB-Stadtverbänden und den jeweiligen Kommunen. Und deshalb nochmals herzlich willkommen, Ulrich Marquardt, du hast das Wort. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat ein herzliches Willkommen. Stürmische Zeiten, nicht nur heute hier auf dem Burgplatz. Wir können ja mal die Fenster zumachen, dass es nicht ganz so zieht. Aber das ist ein bisschen sinnbildlich für das, was wir gerade erleben in unserer Gesellschaft und natürlich auch in unserer Stadt. Auch ein herzliches Willkommen, lieber Frank Sierske. Herzlich willkommen in der alten Heimat. Und der Frank weiß natürlich, viele meiner Kolleginnen und Kollegen, mit denen hatte er nicht nur ganz leichte Zeiten, die haben ein bisschen gejammert über den Tarifabschluss. Der kostet uns auch ein bisschen mehr, als wir eingeplant hatten. Das ist so, 2 Millionen sind das allein für Braunschweig. Aber ich glaube, auch daran ist gar kein Zweifel. Die Wertschätzung der Arbeit im öffentlichen Dienst ist zentral für das Funktionieren unserer Gesellschaft. Wenn wir das nicht hinkriegen, wenn wir nicht Männer und Frauen gewinnen, die auch weiter in diesem Bereich tätig sind, dann wird dieses Land, dann wird dieser Laden nicht funktionieren. Und dann können wir uns noch so hinstellen und sagen, wir sind weltoffen, herzlich willkommen, wir sind eine liberale Gesellschaft. Wenn die Sicherheit der Menschen nicht da ist, dass da, wo sie leben, dass da, wo sie arbeiten, die ganz normalen Dinge des Alltags nicht funktionieren, dann wird das nicht funktionieren. Das ist elementar für unsere Gesellschaft. Es muss klar sein, dass wir Männer und Frauen haben, die für Sicherheit sorgen. Bei der Polizei, bei der Feuerwehr. Dass wir Männer und Frauen haben, die sich um kranke und alte Menschen kümmern. Und das sind insbesondere in den Krankenhäusern und Pflegeheimen der Kommunen Menschen, die unter schwersten Bedingungen arbeiten. Und natürlich brauchen wir Leute, die dafür sorgen, dass all die Dinge für die Infrastruktur des Landes, für gute Arbeit der Zukunft hier auch organisiert und umgesetzt werden können. Wir brauchen Ingenieurinnen und Ingenieure, Techniker und Menschen, die jeden Tag dafür sorgen, dass der Laden läuft. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen Erzieherinnen und Erzieher. Ich habe mich natürlich auch gefreut, dass das Land ein Versprechen wahrgemacht hat, nämlich Bildung von Anfang an für die Eltern nichts kosten zu lassen. Kosten tut es eine ganze Menge. Und im Moment müssen wir es bezahlen. Allein der Stadt Braunschweig fehlt übrigens durch diese Segnung 1 Million im ersten Jahr. Wir brauchen eure Solidarität, die darauf hinweist, dass alle Integrationsleistungen von Jung und Alt, von Menschen mit Beeinträchtigungen, dass alle Integrationsleistungen, die dafür sorgen, dass Menschen, die aus anderen Kulturkreisen zu uns kommen, auch wirklich gelingen, dass die auch stattfinden können. Was nutzt es Eltern, dass sie einen Rechtsanspruch haben auf einen Kita-Platz, dass sie ein Recht darauf bekommen, dass der sie nichts kostet, wenn es diesen Platz physisch gar nicht gibt, weil wir keine Männer und Frauen mehr haben, die diese Arbeit machen können und wollen. Und dafür war der Tarifabschluss hilfreich und gut. Endlich wird klar, wie wichtig diese Arbeit ist für diejenigen, die wenig bezahlen. Und ich lege da noch einen drauf und hoffe, ihr seid dabei an meiner Seite. Wir müssen schnell erstreiten, dass in einem Mangelberuf, wie zum Beispiel Erzieherinnen und Erzieher, nicht auch noch Schulgeld bezahlt werden muss. Weg mit dem Schulgeld, her mit einer Ausbildungsvergütung für diese wichtige Arbeitswelt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Dinge sind genannt worden. Wir müssen streiten, damit in Städten auch noch gewohnt werden kann. Und zwar für jeden Geldbeutel. Wir müssen gemeinsam dafür streiten, dass wir gute Arbeit haben. Wir sind hier eine Forschungs- und Wissenschaftsregion. Wir sind aber auch eine Industrieregion. Wir brauchen Arbeitsplätze auch in Zukunft.
Keiner von uns hat die Weisheit zu wissen, wie die Arbeit etwa bei Volkswagen in den nächsten 10 Jahren aussehen wird. Aber wir müssen Vorsorge treffen. Das müssen wir gemeinsam. Das macht keiner. Und das überlassen wir auch nicht denen, die das gestalten wollen, ohne Rücksicht darauf, wie es den Menschen geht. Im Mittelpunkt der Zukunft der Arbeit muss weiterhin der Mensch stehen. Und das organisieren wir in den Kommunen. Ich bitte um eure Unterstützung. Es ist eine gemeinsame Aufgabe, dafür zu streiten, die Lebensbedingungen Stück für Stück ein bisschen besser zu machen. Hier, da, wo wir, wo ihr lebt. Herzlich willkommen zum 1. Mai 2018. Ja, vielen Dank, Ulrich Marcot, für das Grußwort. Kolleginnen und Kollegen, auch in diesem Jahr haben wir wieder eine Gewerkschaftszeitung zum 1. Mai erstellt. Sie ist in großer Auflage in zu 10.000 Stück in die Verteilung gekommen. Hier vorne liegen noch Hefte aus. Ihr könnt sie euch gerne mitnehmen. In der Zeitung sind unsere gewerkschaftlichen Positionen, aber auch die Positionen vieler sozialer Initiativen und Vereine dargestellt. Sie stellen sich und ihre Themen vor. Unsere Bitte ist an euch, lest diese Zeitung nicht nur, sondern verteilt sie auch in den Betrieben an die Kolleginnen und Kollegen in der Nachbarschaft, unter Freunden. Werbt für die Gewerkschaften. Diese Zeitung ist dafür gedacht. Und die Zeitung ist nicht nur für den 1. Mai gedacht, sondern sie ist so gemacht, dass sie auch in 4, 6 Wochen noch genauso aktuell wie heute ist. Bitte nehmen Sie mit und bringen Sie in die Verteilung. Kolleginnen und Kollegen, letzten Monat hielt die AfD in der Stadthalle einen Landesparteitag ab. Zeitgleich hatte die NPD eine Demonstration in Braunschweig angekündigt. So wurde an diesem Tag deutlich, was inhaltlich auch zusammengehört. Der Antifaschismus ist einer der Grundpfeiler des gewerkschaftlichen Selbstverständnisses, unseres Selbstverständnisses. Und der DGB ist natürlich ein aktiver Teil des Braunschweiger Bündnisses gegen Rechts. Wir haben mit vielen anderen Bürgern in der Stadt in den letzten Jahren dafür demonstriert, dass Nazis, mit welchem Namen sie auch immer sich zu tarnen versuchen, keinen Platz in unserer Gesellschaft haben dürfen. Und wir haben gezeigt, dass wir gemeinsam etwas gegen diese antidemokratischen, asozialen Kräfte tun können. Angelika Schwarz, Vorsitzende des Unternehmensbetriebsrates der Arbeiterwohlfahrt hier in der Region Braunschweig, zeigt nun an einem besonders prägnanten Beispiel, was von der sich gerne bürgerlich und sozial gebenden AfD zu halten und zu erwarten ist. Ja, schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sturm in diesen Zeiten, Uli Marcot hat es schon erwähnt. Wir können da noch einen draufsetzen, wenn ich daran denke, was bei uns in der Stadt Braunschweig, im Rat der Stadt Braunschweig durch die AfD teilweise an Anfragen gestellt werden. Und dazu möchte ich euch heute kurz ein Beispiel nennen. Es ist schön von hier oben zu sehen, wie bunt und vielfältig hier alles ist. Und das zeigt, wie gut wir zusammenstehen und gemeinsam Flagge zeigen, wenn es um Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit geht. Das ist aber nicht bei allen so in dieser Gesellschaft. Besonders den Rechtspopulisten geht es darum, Ängste und Sorgen von Menschen für ihre Zwecke zu nutzen. Und dazu gehört auch die AfD, zumindest ein großer Teil von denen. Sie haben aber keine Lösungen, sondern nur platte Sprüche und Äußerungen, bei der es um die Spaltung von Gruppen geht und das Gegeneinander-Ausspielen von Menschen. Dazu möchte ich euch ein aktuelles Beispiel aus unserer Stadt nennen und darum stehe ich heute hier. Im März gab es eine Anfrage an den Rat der Stadt Braunschweig zum Thema Sicherheit bei der Braunschweiger Tafel.
Es ist erschreckend und unfassbar, mit welchen Mitteln die AfD versucht, sich Gehör zu verschaffen. Und hier meine ich ganz konkret die AfD im Rat der Stadt Braunschweig, vertreten durch Stefan Wirz. Diese Anfrage möchte ich euch nicht vorenthalten. Sie zeigt, wie wenig Ahnung die AfD hat, was in unserer Stadt passiert und mit welcher menschenverachtenden Haltung sie agiert. Und ich bin es leid, und das sage ich jetzt als Frau, die in dieser Stadt geboren ist und gerne hier lebt, ich bin es leid, von Rechtspopulisten für ihre Hetze und ihre rassistischen Äußerungen und Parolen benutzt zu werden. Das haben wir mehrfach auch bei Bragida erlebt. Aber hört selbst, was mich und die Wohlfahrtsverbände, und ich rede hier ja auch als AWO-Betriebsrätin, so aufregt. Ich muss das ablesen, weil auswendig lernen will ich sowas nicht. Von daher betreff Sicherheit bei der Braunschweiger Tafel. Wie wird die Sicherheit der bedürftigen Rentnerinnen, Alleinerziehenden, Kranken und Schwachen an der Braunschweiger Tafel sichergestellt, und braucht es dort Verbesserungen, in Klammern Schutz, Security, konsequenter Verweis von Störern und Hilfen seitens der Stadt, damit diese Betroffenen nicht durch rücksichtslose und sich verächtlich gegenüber älteren Frauen und Alleinerziehenden, in Klammern zumeist illegalen Zuwanderern, verdrängt und hungern müssen? Werden Lebensmittel in großen Mengen in privaten Limousinen abgefahren? Und jetzt aus der Begründung der AfD: mangelnder Respekt sogenannter Flüchtlinge gegenüber wartenden Frauen ist nicht hinnehmbar und darf nicht zur Verdrängung oder gar Hunger bei Frauen führen. Nur weil die Multikulti-Realität doch weniger bereichernd, bunt und friedvoll ist als gedacht. Und deswegen die Probleme auf Kosten der Betroffenen ignoriert oder schöngeredet werden. Ich muss einmal tief durchatmen. Es fällt mir immer wieder schwer, das laut zu sagen. Zum Glück gab es gleich, nachdem die AfD öffentlich bekannt wurde, die Anfrage der AfD öffentlich bekannt wurde, eine Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände in Braunschweig, also von AWO, Caritas, Diakonie, DRK und Paritäten. Auch hieraus möchte ich einen Auszug vorlesen. Die Stellungnahme der AGB. Abscheulich finden wir, dass die AfD-Behauptungen in Frageform aufgestellt, die für Braunschweig schlicht und einfach erlogen und somit auch nicht zu belegen sind, und mit denen Menschen und Gruppen in unserer Stadt diffamiert und gegeneinander ausgespielt werden. Das gegenseitige Ausspielen von auf der einen Seite angeblich rücksichtslosen und sich verächtlich gegenüber älteren Frauen und Alleinerziehenden verhaltenden illegalen Zuwanderern gegenüber angeblich aufgrund solcher Verhaltensweisen hungernder Frauen auf der anderen Seite stellt eine abscheuliche Provokation und Verleumdung der Betroffenen dar, die wir als AGB auf das Schärfste zurückweisen. Solche Behauptungen und die zugrunde liegende Menschenverachtung konterkarieren alle Bemühungen der Wohlfahrtsverbände und der breiten Mehrheit der Menschen, ein friedvolles Zusammenleben aller Menschen in dieser Stadt zu fördern. Diese Anfrage, diese Denkweise und dieses Verhalten der AfD zeigt, wie wichtig es ist, heute hier zu stehen und laut und deutlich zu sagen: Wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen. Wir stehen hier bunt und solidarisch und vielfältig. Es ist Aufgabe der Gewerkschaften, es ist unsere Aufgabe, soziales und kulturelles Miteinander in den Betrieb zu tragen und dort zu erlernen und gemeinsam zu leben. Dafür, das dürfen wir keinen anderen überlassen. Und lass mich zum Abschluss noch eins sagen. Solange sich die AfD nicht von den Nazis in ihren Reihen trennt und sich deutlich von denen distanziert,
werde ich und hoffentlich auch ihr weiter dagegenhalten, nicht still sein, denn während den Anfängen. Danke fürs Zuhören und weiter im Programm. Menschen auf dem Platz, die dem Aufruf des Braunschweiger Jugendbündnisses, einem Zusammenschluss vieler Jugendorganisationen und Jugendverbände, gefolgt sind. Und auch dies hat ja bereits Tradition, dass Vertreter des Jugendbündnisses auf dieser Kundgebung sprechen, ihre Sicht zu den sozialen und politischen Themen aufzeigen. Für das Bündnis sprechen heute Usama Ben Romdane, Vorsitzender der Jugend- und Auszubildendenvertretung im Volkswagenwerk hier in Braunschweig, und Judy Fabregas von der Verdi-Jugend. Ja, hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, das Braunschweiger Jugendbündnis zum 1. Mai schließt sich seit 2011 jedes Jahr zusammen, um die unterschiedlichen Kämpfen von sozialen, gewerkschaftlichen und antifaschistischen Gruppen in Braunschweig zusammenzuführen und darauf aufmerksam zu machen, dass es eine Welt bedarf, in der nicht der kapitalistische Profit, sondern die Bedürfnisse der Menschen im Mittelpunkt stehen. Unser Motto lautet daher dieses Jahr: Fight the Power, gemeinsam für eine solidarische Gesellschaft. Der momentane gesellschaftliche Zustand ist Ausdruck einer Entwicklung, die bereits seit einigen Jahren in vollem Gange ist. In Deutschland, Europa und auch anderswo braut sich ein gefährliches Gemisch aus autoritärem Handeln, aggressiven Neoliberalismus und offen zutage tretendem Faschismus zusammen. Ängste, die durch wirtschaftliche Krisen gewachsen sind, treiben die gesellschaftliche Entsolidarisierung mal wieder in einem drastischen Tempo voran. Egal, ob es sich um Gewalt gegenüber Geflüchteten, die Ausgrenzung anderer ins Abseits geschobener Gruppen oder um Rachegelüste an linken Demonstrierenden handelt. Die Ablehnung auf alles, was anders ist und nicht ins Bild eines starken Nationalstaates passt, wächst und entlädt sich leider immer stärker. In diesem Klima ist es kaum verwunderlich, dass einer Partei wie der AfD mit fast 13% der Einzug in den Bundestag gelingt. Was vor 5 Jahren noch als übertriebenes oder gar unmögliches Hirngespinst linker Spinner kleingeredet wurde, ist nun bittere Realität. Ob Nationalkonservative, die den Holocaust relativieren, ausländerhassende Hooligans oder plumpe Alltagsrassisten, all jenes findet man nun im Reichstagsgebäude der Hauptstadt. Doch als wäre ein solcher Zustand nicht schon schlimm genug, anstatt dem direkten Weg in die Barbarei etwas entgegenzusetzen, überschlagen sich seit den ersten Erfolgen der AfD auch Akteure der etablierteren Fraktionen, von der Linken bis zur CSU, mit Forderungen, die in Sachen Unmenschlichkeit der AfD Konkurrenz machen könnten. Und das, obwohl es emanzipatorische Kräfte innerhalb in einigen Parteien gibt. Leider nehmen wir auch zunehmend von vermeintlich linker Seite eine nationalistische Mobilisierung wahr, die versucht, mit den rechten Parteien mitzuhalten. Das alles in panischer Angst, weitere Wählerinnen und Wähler zu verlieren. Es wird auf faule Kompromisse mit Nazis, auf Anbiederung und pseudodemokratische Gespräche gesetzt, anstatt eine klare Haltung zu bewahren. Wenig verwunderlich ist es angesichts dieser Umstände, wenn organisierte Nazis durch ihren neuen parlamentarischen Arm der AfD bestärkt werden. So treten sie mit neuem Selbstbewusstsein auf und versuchen vermehrt, politische Gegnerinnen und Gegner einzuschüchtern. Am 2. Juni wollen Faschisten den sogenannten Tag der deutschen Zukunft abhalten. Diesmal in Goslar und somit unmittelbar in unserer Region.
Wir wollen an diesem Tag klar machen, dass unsere Region keinen Platz für rechte Hetze bietet, so wie wir es bereits im vergangenen Monat vor der Stadthalle oder vor dem Bahnhof getan haben. Wichtige soziale Fragen fallen bei der zu beobachtenden Offensive von rechts dann gänzlich unter den Tisch. Nicht zuletzt bedrohen uns die alltäglichen systematischen Zumutungen des Kapitalismus und seiner Logik. Während auf der einen Seite einige wenige Menschen gar nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, entsteht auf der anderen Seite Armut bei einem so großen Teil der Weltbevölkerung. Konkurrenzdenken, Leistungszwang und niedrige Löhne sind unmittelbare Folgen unseres weltweiten Wirtschaftssystems. Die Schere zwischen Arm und Reich wird dadurch immer größer und ein schönes Leben wird dadurch immer schwieriger. Für uns ist hierbei klar, eine emanzipatorische linke Bewegung kann es nur ohne jede Form von Nationalismus geben und mit einer antikapitalistischen Perspektive. Denn gemeinsam, liebe Kolleginnen und Kollegen, stehen wir hier für eine solidarische Gesellschaft. Uns stört noch eine Sache gewaltig. Der Staat lenkt seine Autorität immer gezielter auf politische Proteste. Proteste, die wichtig waren, wichtig sind und auch immer wichtig bleiben werden. Junge Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter werden grundlos stundenlang auf dem Weg nach Hamburg zum G20-Gipfel von der Polizei festgehalten. Freie Journalisten wird die Berichterstattung vom Protestgipfel verweigert. Protestierende werden pauschal unter Verdacht gestellt, vor allem von der AfD, CDU und CSU. Und dazu fährt der Staat seit letztem Jahr, und das nicht nur in Bayern, sein ganzes Arsenal an Repressionsmaßnahmen auf. Oder will uns selbst die Polizei in Braunschweig ernsthaft sagen, dass zwei Wasserwerfer, ein Räumungsfahrzeug und mehrere hundert Schaften vor knapp einem Monat für 15 demonstrierende Nazis wirklich angemessen sind? Während im Mittelmeer weitere unzählige Geflüchtete ertrinken und ein erheblicher Teil der weltweiten Bevölkerung unter Armut, Hunger und Elend leidet, empören sich nationalistische Kräfte im Land lieber über protestierende Linke. Wir wollen all diesen Entwicklungen entgegenwirken und an einer Perspektive eines gesellschaftlichen Gegenentwurfs arbeiten. Wir sagen, keinen Platz der autoritären Wende, den Faschisten und Menschenfeinden, weg mit Kapitalismus und Nationalstaaten. Wir wollen eine Welt ohne Grenzen. Wir stehen für die kollektive Emanzipation und Akzeptanz des anderen. Egal ob in Schulen, Betrieben, der Uni, Fußballstadien oder der Eckkneipe, andere gesellschaftliche Räume. Wir treten ein für ein freies Miteinander und gegen jede Form von Rassismus, Antisemitismus, Sexismus oder Homophobie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ist und bleibt unser Ziel die Überwindung von Kapitalismus, Patriarchat und jeglicher Form von Herrschaft, ob durch Personen- oder Sachzwänge vermittelt. Denn nur in einer solidarisch organisierten Gesellschaft, in der es keinen entmenschlichenden Konkurrenzkampf gibt, ist eine freie Gesellschaft zu verwirklichen. In diesem Sinne, liebe Kolleginnen und Kollegen, nichts und niemand wird uns jemals davon abhalten können, an solchen Tagen wie heute ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen gegen Hass, gegen Rassismus und gegen Diskriminierung. Also lasst uns auf die Straße gehen und gemeinsam für eine solidarische Gesellschaft einstehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr habt für 17 politische Jugendorganisationen hier in Braunschweig gesprochen.
Kolleginnen und Kollegen, nachher auf unserem internationalen Fest gibt es wieder eine Vielzahl von Ständen der Gewerkschaften, von Bürgerinitiativen, politischer Organisationen, die interessante Informationen anbieten und zum Gespräch einladen. Dazu kommen das Kinderfest, die Jugendmeile, zwei Bühnen mit Kulturprogramm, Essen und Trinken. Es gibt also viele gute Gründe, dieses Fest nachher zu besuchen. Außerdem darf ich darauf hinweisen, dass um 13.30 Uhr Frank Zirske für eine Diskussionsrunde zu Fragen der Gewerkschaftspolitik zur Verfügung steht. 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr, das Steigenberger Hotel hat uns dafür freundlicherweise einen Raum zur Verfügung gestellt. Nutzt diese Gelegenheit, sich aus erster Hand über aktuelle gewerkschaftliche Themen zu informieren und zu diskutieren. Und nun hat Frank Zirske das Wort. Kolleginnen und Kollegen, der Wind hat nachgelassen, die Sonne ist rausgekommen. Ich freue mich heute hier bei euch zu sein. Mit uns demonstrieren heute auf allen Kontinenten Hunderttausende, ja Millionen von Menschen. Menschen, die sich wie wir in Gewerkschaften zusammengeschlossen haben, weil sie wissen, gemeinsam können wir mehr erreichen als jeder und jeder für sich alleine. Dazu Gewerkschaft. Zusammen mehr erreichen zu können als jeder für sich alleine. Diese Erfahrung haben wir auch hier bei uns in den letzten Wochen erneut eindrücklich machen können. Die IG Metaller in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie, ihr hier bei VW in Braunschweig, genauso wie die Verdi-Kolleginnen und Kollegen in den Tarifverhandlungen bei Bund und Kommunen, genauso wie unsere Kolleginnen und Kollegen bei Post und Telekom und zum Beispiel im Krankenkassenbereich. In all diesen Bereichen haben wir mit unseren Gewerkschaften deutliche Reallohnzuwächse durchsetzen können und dafür gesorgt, dass, wenn von Festtagsstimmung in der deutschen Wirtschaft die Rede ist, davon nicht nur die Aktionäre etwas haben, sondern auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Lande. Gut so, Kolleginnen und Kollegen. Vom Himmel gefallen sind diese Lohnsteigerungen freilich nicht. Zustande gekommen sind sie erst unter Druck und erst nachdem Hunderttausende Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ihren Forderungen mit Warnstreiks Nachdruck verliehen haben. Gut so, auch das. Die guten Lohnabschlüsse nützen den Menschen in den Betrieben, nützen den Auszubildenden, die auch davon profitieren. Sie nützen den Rentnerinnen und Rentnern, deren Altersbezüge bei guten Lohnabschlüssen stärker steigen. Und sie nützen der Binnennachfrage, was umso wichtiger ist als Trumps Politik, neben Großmannssucht und gefährlichem Säbelrasseln, auch beträchtliche Risiken für die Weltwirtschaft in sich birgt. Jetzt wird es darum gehen, die gewerkschaftlichen Lohnerfolge in weiteren Bereichen fortzusetzen. Aktuell im Bauhauptgewerbe und danach bei der Bahn, im Sicherheitsgewerbe, in der Chemie und in der Druckindustrie. Und wir alle wissen, Selbstgänger, Kolleginnen und Kollegen, Selbstgänger sind das nicht. In der Druckindustrie haben die Arbeitgeber zum Beispiel den Manteltarifvertrag gekündigt. Sie fordern unter anderem massive Kürzungen der Zuschläge, die unbezahlte Verlängerung der Arbeitszeit von 35 auf 40 Stunden pro Woche, eine Reduzierung der Maschinenbesetzung und die Streichung des Facharbeiterschutzes. Da wird so ziemlich alles in Frage gestellt, was unsere Kolleginnen und Kollegen jahrzehntelang erkämpft haben. Da kündigt sich ein Großkonflikt an und dabei setze ich auf euer aller Solidarität, Kolleginnen und Kollegen. Dass wir keinen Anlass haben, uns zurückzulehnen,
ist letzte Woche noch an ganz anderer Stelle deutlich geworden. Anlässlich der Verleihung des diesjährigen Axel Springer Preises. Der Springer Verlag ehrt damit, ich zitiere, herausragende Persönlichkeiten, die außergewöhnlich innovativ sind, Märkte verändern, Kultur formen und sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen. Zitat Ende. Diese Preisverleihung, Kolleginnen und Kollegen, normalerweise kein Vorgang, von dem man sonderlich Notiz nehmen muss. Normalerweise. Dieses Jahr aber ist das anders. Denn der Preisträger dieses Jahr heißt Jeff Bezos, seines Zeichens reichster Mann der Welt, offizielles Privatvermögen 134 Milliarden Dollar und Chef von Amazon. Das, Kolleginnen und Kollegen, ist nun allerdings mehr als nur eine Randnotiz wert. Sind doch sowohl Preisträger wie Preisverleihung, Botschaft und Provokation zugleich. Wer dafür sein gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein geehrt wird, Kolleginnen und Kollegen, ist der Boss eines Konzerns, der durch aggressive Steuervermeidungspraktiken heraussticht, jedes Jahr allein in Deutschland Milliardenprofite am Fiskus vorbeiführt und in Steueroasen überträgt, wo er sie dann für Mini-Beiträge versteuert. Mit der Folge, dass bei uns nur 0,07% der hier erzielten Erträge besteuert werden. Kolleginnen und Kollegen, von der steuerfinanzierten Infrastruktur in unserem Lande maximal profitieren, zugleich aber alles daran setzen, sich ihrer Mitfinanzierung so weit wie irgend möglich zu entziehen. Ja, das ist Programm nicht nur bei Amazon, auch bei den Googles und Facebooks dieser Welt. Das ist aber das genaue Gegenteil gesellschaftlich verantwortungsvollen Handelns. Parasitärer Kapitalismus ist das zum Schaden der Gesellschaft, Kolleginnen und Kollegen. Dem muss steuerpolitisch ein Riegel vorgeschoben werden. Gewinne, die hier gemacht werden, müssen hier auch versteuert werden. Das gilt per Quellensteuer und das ist, Kolleginnen und Kollegen, die richtige Antwort auf die parasitären Praktiken von Amazon, nicht aber denen für ihr Verhalten auch noch einen Preis zu verleihen. Man muss sich in der Tat fragen, was die den Springer-Leuten in den Tee getan haben, damit die sich trauen, so jemanden zum Preisträger zu machen, Kolleginnen und Kollegen. Und was ist das eigentlich für eine Kultur, die dieser saubere Preisträger, der angeblich so preiswürdig vorbildlich in seinem Unternehmen geformt hat? Nun, Kolleginnen und Kollegen, wie die Kultur der Arbeitsbeziehungen bei Amazon aussieht, das kriegt man mit, wenn man an Betriebsversammlungen dort teilnimmt und erlebt, was ich erlebt habe, wie ein Kollege auf einen zukommt und eine Abmahnung in der Hand hält, die er gerade bekommen hat, wegen, so wörtlich, zweimaliger Inaktivität innerhalb von 5 Minuten. Ja, Kolleginnen und Kollegen, ihr habt richtig gehört. Eine Abmahnung wegen zweimaliger Inaktivität innerhalb von 5 Minuten. Die Kollegen dort in den Lägern tragen alle Armbänder mit Scannern, die sie mit den Vorgesetzten vernetzen, sodass das, was sie tun oder eben nicht tun, für die Vorgesetzten jederzeit transparent ist. Die Inaktivitätsprotokolle gehören dort zum ständigen Führungsinstrumentarium. Die Arbeiter sollen laufen, nicht stehen. Mit der Folge ständigen Drucks und außerordentlich hoher gesundheitlicher Belastung. Krankheitsquoten von 20% und mehr sind dort längst keine Ausnahme. Und das Unternehmen versucht, sie runterzubekommen über Druck seitens der Vorgesetzten, über Prämien, deren Auszahlung von den individuellen Fehlzeiten in Verbindung mit den Krankheitsquoten in der Abteilung abhängig gemacht wird. Gezahlt wird nur, wenn beides niedrig liegt. Und sie versuchen es, indem
der Anteil befristeter Arbeitsverträge systematisch nach oben getrieben wird, in der Annahme, dass die Unsicherheit des Arbeitsplatzes die Bereitschaft erhöht, auch krank zur Arbeit zu kommen. Ist das die Kultur, die uns als beispielgebend empfohlen werden soll? Oder ist es die Tatsache, dass Bezos sich kategorisch weigert, Tarifverhandlungen aufzunehmen und Tarifverträge abzuschließen? Der Amazon-Chef will, dass in seinem Unternehmen die Löhne allein von oben, allein vom Arbeitgeber festgelegt werden. Was da angestrebt wird, Kolleginnen und Kollegen, von einem Konzern, der sich auf den Weg gemacht hat zum globalen Monopol, ist die Amerikanisierung der Arbeitsbeziehungen, ist eine Welt, wo allein das Kapital das Sagen hat, Gewerkschaften als Verhandlungs- und Vertragspartner abgelehnt und Löhne allein nach dem Gesetz des Unternehmens und dem Gusto des Unternehmens festgesetzt werden. Eine Kultur der Arbeitsbeziehungen, des Zurück in die Zukunft, des Zurück ins 19. Jahrhundert, des 19. Jahrhunderts im 21. Jahrhundert. Für Arbeitnehmer ist das eine düstere Zukunft. Und definitiv nicht die Zukunft, die wir wollen, Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb wehren sich die Kolleginnen und Kollegen dort mit immer neuen Arbeitsniederlegungen. Erst letzte Woche in gemeinsamen Aktionen mit Kolleginnen und Kollegen aus Polen, aus Italien, Spanien und Großbritannien. Gut so, denn überall gleichen sich die Bilder. Was da läuft, Kolleginnen und Kollegen, ist ein Kulturkampf. Und er reicht in seiner Bedeutung weit über die Grenzen von Amazon hinaus. Ein Kampf um die Frage, wie die Arbeitsbeziehungen in den Betrieben künftig aussehen sollen. Ein Kampf um die Frage, wer die Arbeits-, die Entlohnungs-, die Lebensbedingungen der arbeitenden Menschen in Zukunft bestimmen wird. Ob das einseitig der Unternehmer ist oder ob die Arbeitnehmer mit ihren Gewerkschaften Einfluss nehmen können auf Lohnhöhe und Arbeitsbedingungen. Werden wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nur noch Amboss sein oder auch Hammer sein können? Darum geht es, um nicht mehr und nicht weniger. Die Auseinandersetzung bei Amazon steht in besonderer Weise im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Das ist so, weil die Beschäftigten es da mit dem reichsten Mann der Welt zu tun haben und mit einem wirtschaftlich unerhört potenten Konzern, der zudem die Aura hat, als Vorreiter der Digitalisierung für die Wirtschaft der Zukunft zu stehen. Amazon ist aber kein Einzelfall, Kolleginnen und Kollegen. Tatsächlich steht das, was da passiert, stellvertretend für eine ganze Entwicklungsrichtung, die uns als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter fundamental herausfordert. Dafür nämlich, dass von unseren Tarifverträgen zunehmend weniger Arbeitnehmer erfasst und geschützt werden. Tatsächlich hat die Tarifbindung in Deutschland insgesamt deutlich nachgelassen. Waren vor 10, 15 Jahren noch 65% der Betriebe tarifgebunden, sind es heute deutlich, deutlich weniger als 50%. Und der Tarifbindungsgrad unterscheidet sich dann noch einmal drastisch. Je nachdem, ob wir auf die alten oder auf die neuen Bundesländer schauen und je nachdem, mit welcher Branche wir es zu tun haben. So sind im Einzelhandel gerade mal noch 30% der Unternehmen tarifgebunden. Und wir reden da über eine Branche mit rund 4 Millionen Beschäftigten, wo es Tariflöhne zwischen 1.800 und 2.500 Euro gibt für eine Fachkraft nach dreijähriger Berufsausbildung in Vollzeit. 60% der im Einzelhandel Beschäftigten haben aber gar keinen Vollzeitjob. Sie arbeiten Teilzeit und viele kriegen auch noch nicht einmal den Tariflohn, sondern weniger. Das ist eine Entwicklung, Kolleginnen und Kollegen, die uns auf den Plan rufen muss. Denn was wir hier in Deutschland seit 10, 15 Jahren erleben, ist die Rückkehr der Unsicherheit.
Kolleginnen und Kollegen, die Rückkehr der Unsicherheit. Das, was proletarische Lebenswirklichkeit, das, was das Leben von Arbeiterfamilien in früheren Zeiten lange, lange geprägt hat. Das eigene Leben nicht planen zu können, nicht zu wissen, ob man in ein oder zwei Monaten noch seinen Job hat. Nicht zu wissen, ob man am Ende des Monats mit seinem Lohn über die Runden kommt oder nicht. Das ist für viele Menschen in unserem Lande zurückgekehrt. In Gestalt von befristeten Arbeitsverhältnissen, von Leiharbeit, Scheinselbstständigkeit und Scheinwerkverträgen, Minijobs und Armutslöhnen. Es ist zurückgekehrt in Verbindung mit einer Rentenpolitik, die seit vielen Jahren auf eine Teilprivatisierung der Alterssicherung gesetzt hat, dafür ein sinkendes Rentenniveau in Kauf nahm und mit dem sinkenden Rentenniveau eine Entwicklung, die Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Altersarmut bedroht. Und ja, Kolleginnen und Kollegen, das ist keine Übertreibung. Die Fakten sind da völlig eindeutig. Nehmen wir nur die Durchschnittsrenten der Rentenneuzugänge im Jahr 2016, das sind die letzten Zahlen, die von der Rentenversicherung veröffentlicht worden sind. Diese Durchschnittsrenten der Rentenneuzugänge lagen im Jahr 2016 bei den Männern im Westen bei 1013 Euro. Bei den Männern Ost bei 989 Euro. Bei den Frauen im Osten bei 887 Euro und bei denen im Westen bei 631 Euro. Durchschnittsrente der Rentenneuzugänge Ende 2016. Und das bei einem Rentenniveau von etwas über 48%. Das freilich bis 2030 nach bisheriger Gesetzeslage weiter absinken soll auf bis zu 43%. Wir haben nachgerechnet, was ein Arbeitnehmer mit einem Durchschnittsgehalt, das waren im letzten Jahr 2500 Euro im Monat, für eine Rentenerwartung gehabt hätte, hätten wir schon letztes Jahr das Rentenniveau von 43% gehabt. Ergebnis: Er oder sie hätte, wenn er sein ganzes Berufsleben lang immer durchschnittlich verdient hätte, also im letzten Jahr 2500 Euro im Monat, nach 40 Beitragsjahren eine gesetzliche Rente von 809,90 Euro erwarten können. Das ist eine mit der gesetzlichen Rentenversicherung abgeglichene Zahl. 809,90 Euro Rente als Durchschnittsverdiener nach 40 Beitragsjahren. Nur, Kolleginnen und Kollegen, die Hälfte aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland hatte letztes Jahr nicht einmal 2500 Euro brutto im Monat, sondern weniger. Und viele kommen auch gar nicht auf 40 Beitragsjahre. Die Frauen im Westen im Durchschnitt noch nicht mal auf 30 Beitragsjahre. Und um das ganze Ausmaß dieser Entwicklung zu verstehen, muss man diese Zahlen ins Verhältnis setzen zur Höhe der Grundsicherung. Das heißt, Hartz IV plus Wohngeld. Die Grundsicherung im Alter betrug im letzten Jahr im Bundesdurchschnitt 794 Euro im Monat. Mit anderen Worten, würde diese Rentenpolitik weiter fortgesetzt, kämen immer mehr Menschen bis weit hinein in den Bereich durchschnittlich verdienender Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ihrer gesetzlichen Rente in die Nähe oder nur noch auf Grundsicherungsniveau und damit auf ein Niveau, das allen zusteht, unabhängig davon, ob sie jemals Rentenbeiträge eingezahlt haben oder nicht. Kolleginnen und Kollegen, nicht mehr als Grundsicherungsniveau, trotz jahrzehntelanger Arbeit und Beitragszahlung, das ist eine eklatante Verletzung des Gerechtigkeitsempfindens. Das, Kolleginnen und Kollegen, verstößt fundamental gegen unser Verständnis von sozialer Gerechtigkeit und gegen das, was man an sozialstaatlicher Sicherung in einem der reichsten Länder auf dieser Welt nach einem langen Arbeitsleben erwarten kann und erwarten können muss, Kolleginnen und Kollegen. Das ist unsere Position.
Und jetzt zwingt diese Entwicklung ältere Menschen in den Ballungszentren dazu, aus ihren Wohnungen auszuziehen, weil sie sich mit ihrer Rente die steigenden Mieten absehbar nicht länger leisten können. Genauso wie der Mangel an bezahlbarem Wohnraum Arbeitnehmer dazu bringt, immer weitere Anfahrtswege zum Arbeitsplatz in Kauf zu nehmen, weil sie sich die Mieten in Städten wie Stuttgart, Frankfurt oder Hamburg nicht mehr leisten können. Die jahrelange Vernachlässigung des sozialen Wohnungsbaus rächt sich hier und die Zeche zahlen Arbeitnehmer und Rentner. Das alles können und das alles wollen wir nicht einfach hinnehmen. Rückkehr der Unsicherheit, massenhaft drohende Altersarmut, Vernachlässigung der sozialen Infrastruktur, Unterfinanzierung des Bildungssystems, Investitionsstaus im öffentlichen Raum, zunehmende Notstände bei Alten- und Krankenpflege, all das muss uns auf den Plan rufen und hat uns auf den Plan gerufen. Alle DGB-Gewerkschaften, ich betone, alle DGB-Gewerkschaften haben deshalb unmissverständlich deutlich gemacht, was wir von den politischen Entscheidungsträgern in diesem Lande erwarten, und ich unterstreiche das hier erneut. Was wir brauchen, ist erstens ein handlungsfähiger Staat, ist zweitens eine neue Sicherheit der Arbeit und sind drittens Gerechtigkeit und Respekt für die Leistung vieler Millionen Menschen, auch und gerade im Hinblick auf den notwendigen Kurswechsel in der Rentenpolitik. Ja, Kolleginnen und Kollegen, wir wollen den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die soziale Gerechtigkeit in unserem Lande gestärkt sehen. Und mehr Gerechtigkeit, das verlangt vor allem einen Kurswechsel in der Rentenpolitik. Nach jahrzehntelanger Arbeit muss die Rente reichen, um ein anständiges Leben führen und in Würde alt werden zu können. Das ist unverzichtbar, Kolleginnen und Kollegen. Mehr Gerechtigkeit, das verlangt Leuten, die entspannen, entgegenzutreten. Dann ist Zeichens Hoffnungsträger des Wirtschaftsflügels der Union und so eine Art Reinkarnation von Friedrich Merz. Ein Mann, der sich frisch zum Minister gekürt, nicht entblödet, öffentlich zu erklären, Hartz-IV-Empfänger hätten alles, was man zum Leben bräuchte. Was für eine Überheblichkeit, was für ein Zynismus. Ein Zynismus, der freilich nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass die Hartz-IV-Regelsätze deutlich erhöht werden müssen und das bisherige Sanktionssystem beseitigt gehört. Wenn Hartz IV laut Verfassungsgericht das Existenzminimum abdecken soll, das zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zwingend notwendig ist, dann lässt sich an diesem Existenzminimum nichts kürzen. Auch das gehört zur Wahrheit, Kolleginnen und Kollegen. Genauso wie es ein Gebot sozialer Gerechtigkeit ist, zur paritätischen Finanzierung in der gesetzlichen Krankenversicherung zurückzukehren. Es darf nicht sein, dass sich die Arbeitgeber aus der Verantwortung stehlen und die Arbeitnehmer über immer höhere Zusatzbeiträge die Kosten des medizinischen Fortschritts alleine schultern sollen. Schwarz-Gelb wollte das so seinerzeit, aber gerecht. Gerecht ist das nicht. Gerecht geht anders, Kolleginnen und Kollegen. Wer mehr soziale Gerechtigkeit will, wer den sozialen Zusammenhalt in unserem Lande stärken will, der muss für einen Kurswechsel in der Rentenpolitik, für die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung in der gesetzlichen Krankenversicherung und für Änderungen bei Hartz IV sorgen. Das ist dringend notwendig. Damit aber nicht genug. Wir brauchen zweitens eine neue Sicherheit der Arbeit mit gestärkter Tarifbindung, mit erweiterter Mitbestimmung und mit weiteren Maßnahmen zur Eindämmung prekärer, unsicherer Arbeitsverhältnisse. Um den fatalen Folgen einer Politik entgegenzuwirken, die mit der Agenda 2010 darauf abzielte, es leichter zu machen, das Lohnniveau zu senken und die Arbeitnehmer zu entsichern.
Da haben wir der gewerkschaftlichen Seite auch mit Bündnispartnern der Politik mit dem gesetzlichen Mindestlohn schon gegengesteuert, aber vieles bleibt noch zu tun. Dass 1,7 Millionen Arbeitnehmern der gesetzliche Mindestlohn vorenthalten wird, obwohl er ihnen rechtlich zusteht, ist ein Skandal, Kolleginnen und Kollegen. Dem muss durch stärkere Kontrollen und mehr Personal für die Finanzkontrolle Schwarzarbeit ein Riegel vorgeschoben werden. Und weiter. Noch immer dürfen Arbeitgeber ohne sachlichen Grund befristet einstellen. Über die Hälfte aller Neueinstellungen erfolgte letztes Jahr befristet. Ganz oft ohne Sachgrund. Das schwächt den Kündigungsschutz und entsichert die Menschen. Wie aber sollen die ihre Zukunft planen, wenn ständig droht, dass der Arbeitsvertrag nicht verlängert wird? Befristung, Kolleginnen und Kollegen, muss wieder eine sachlich zu rechtfertigende Ausnahme werden. Alles andere ist aus dem Gesetz zu streichen. Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter müssen endlich gleichen Lohn für gleiche Arbeit bekommen, nicht erst nach 9 Monaten, sondern vom ersten Tag an, Kolleginnen und Kollegen. Der Umwandlung regulärer sozialversicherungspflichtiger Arbeit in Scheinselbstständigkeit muss ein Riegel vorgeschoben werden, ebenso wie der ausufernden Nutzung von Arbeit auf Abruf. Zur neuer Sicherheit der Arbeit gehört, die Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte und Personalräte zu stärken, nicht zuletzt beim Einsatz von Werkverträgen. Und neue Sicherheit der Arbeit verlangt eine Stärkung der Tarifbindung in unserem Land. Wir wissen, Kolleginnen und Kollegen, mit Tarifverträgen liegen die Löhne in der Regel um 20-30% höher als ohne Tarifverträge. Dass 40% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heute preisbereinigt geringere Löhne bekommen als Mitte der 90er Jahre, hat seine Ursache vor allem im Verlust der Tarifbindung. Tarifverträge ermöglichen eben bessere Arbeits- und Entlohnungsbedingungen. Deshalb muss der verbreiteten Praxis von Arbeitgebern, Tarifflucht zu begehen, durch Ausgründung von Betriebsteilen oder Wechsel in eine Mitgliedschaft in Arbeitgeberverbände ohne Tarifbindung, ein Riegel vorgeschoben werden. Deshalb fordern wir, dass künftig alle Tarifverträge nicht nur für schon bisher Beschäftigte, sondern auch für Neueingestellte nachwirken. Und zwar so lange, bis sie durch einen neuen Tarifvertrag abgelöst worden sind. Das muss ins Tarifvertragsgesetz hinein. Das fordern wir von der Bundesregierung. Das und die Erleichterung von Allgemeinverbindlichkeitserklärungen von Tarifverträgen. Dafür treten wir ein, Kolleginnen und Kollegen. Dafür und für einen handlungsfähigen Staat. Einen Staat, der in der Lage ist, die öffentlichen Investitionen vorzunehmen, die unser Land für seine Zukunftsfähigkeit braucht. Investitionen nicht zuletzt in unser Bildungssystem, und zwar nicht nur in Beton, sondern auch in Köpfe. Da bin ich ganz und gar bei eurem Oberbürgermeister. In keinem Industrieland ist der Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungserfolg nämlich so eng wie in Deutschland. Chancengerechtigkeit, Kolleginnen und Kollegen, Chancengerechtigkeit sieht anders aus. Deshalb brauchen wir zusätzliche Investitionen in die Qualität der frühkindlichen und schulischen Bildung. Investitionen ins Aus- und Weiterbildungssystem, Investitionen in unsere Hochschulen. Genauso wie wir Investitionen in die Pflege brauchen, in die öffentliche Infrastruktur und in den sozialen Wohnungsbau für mehr bezahlbaren Wohnraum. All das, Kolleginnen und Kollegen, gibt es nicht umsonst. Damit diese Aufgaben bewältigt werden können, wirklich angemessen bewältigt werden können, muss das Steuersystem gerechter gestaltet werden. Und Kolleginnen und Kollegen, Deutschland ist ein reiches Land. Zwischen Hamburg und München leben heute 123 Milliardäre und 1,2 Millionen Millionäre. Deutschland ist aber auch ein sehr ungleiches Land.
Für ein Jahresgehalt eines DAX 30 Vorstandes muss ein einfacher Beschäftigter im Schnitt 750 Jahre arbeiten. Und noch krasser ist die Lage bei den Vermögen. Das reichste Promille, 70.000, 80.000 Menschen in unserem Land, besitzt heute gut 20% des gesamten privaten Nettovermögens. Das reichste Zehntel verfügt über 2/3, das sind mehr als 6 Billionen Euro Privatvermögen. Während der private Reichtum wächst und wächst, zehrt unsere Infrastruktur von der Substanz. An vielen Stellen erleben wir einen regelrechten Verfall der Infrastruktur. Gottgegeben ist das freilich nicht. Es ist politisch gemacht. Mit milliardenschweren Steuergeschenken zugunsten von Vermögensmillionären, Milliardären und reichen Erben. Mit der Folge, dass die aktuellen Steuereinnahmen trotz Rekordniveau nicht ausreichen, um öffentliche Infrastruktur und Daseinsvorsorge auskömmlich zu finanzieren. Und deshalb, Kolleginnen und Kollegen, darf Deutschland nicht länger eine Steueroase bleiben bei der Besteuerung großer Vermögen und reicher Erben. Auch das ist unsere Position. Die Besitzer großer Vermögen, reiche Erben und finanzstarke Unternehmen stärker zur Zukunftssicherung unseres Gemeinwesens heranzuziehen, ist gleichermaßen ein finanzpolitisches Erfordernis wie ein Beitrag zu mehr Steuergerechtigkeit. Dem hat sich die Union in der Großen Koalition erneut verweigert. Sie setzt weiter darauf, große Vermögen und reiche Erben steuerlich zu privilegieren und eine Politik fortzusetzen, die trotz massiven Investitionsstaus die schwarze Null zum zentralen Erfolgsausweis staatlicher Finanzpolitik erhebt. Was, Kolleginnen und Kollegen, ich will das in aller Deutlichkeit hier sagen, in einer Zeit von Negativzinsen, wo der Staat, wenn er Staatsanleihen ausgibt und Kredite aufnimmt, nicht nur Geld bekommt, sondern noch Geld verdient, weil er anschließend weniger zurückzahlen muss, als er kriegt jetzt. Negativzinsen eben, ökonomischer Schwachsinn ist und unsozial obendrein, wenn anschließend die notwendigen öffentlichen Investitionen von privaten Anlegern gegen hohe Renditen bezahlt werden sollen, während man bei herkömmlicher Finanzierung über Steuern und über Kredite des Staates das viel, viel günstiger kriegt. Das ist ökonomisch schwachsinnig und es ist unsozial. Dazu, Kolleginnen und Kollegen. Dass diese Art von Steuerpolitik und Finanzpolitik von der Großen Koalition jetzt fortgesetzt werden soll, ist ökonomisch schädlich und muss in aller Entschiedenheit von uns als unsozial kritisiert werden. Und genau das, Kolleginnen und Kollegen, tun wir. Wir tun das, auch wenn wir sehen, dass die Große Koalition an anderer Stelle durchaus positive Weichenstellungen vorgenommen und damit nicht zuletzt auf Forderungen der Gewerkschaften und auf drängende gesellschaftliche Probleme reagiert hat. Wir begrüßen, Kolleginnen und Kollegen, dass der Ausbau des Ganztagsschulangebots im Grundschulalter und die Verbesserung der Qualität in der frühkindlichen Bildung und die Verbesserung auch an den Hochschulen vom Bund mit mehreren Milliarden unterstützt werden soll. Wir begrüßen die von der Großen Koalition beschlossene Rückkehr zur paritätischen Finanzierung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Ebenso wie die Maßnahmen zur Verbesserung von Alten- und Krankenpflege mit Vorgaben zur Personalbesetzung. Wir begrüßen, dass Tariferhöhungen in der Kranken- und Altenpflege künftig bei nachgewiesener Zahlung zu 100% refinanziert werden sollen. Wir begrüßen, dass bei Ausschreibungen im öffentlichen Personennahverkehr nicht länger, wie ursprünglich von Schwarz-Gelb auf den Weg gebracht, der billigste Jakob genommen werden muss, sondern die Kommunen Vorgaben zur Tarifbindung, ökologischen und sozialen Standards machen können. Das sichert Zehntausende tarifgebundene Arbeitsplätze im öffentlichen Personennahverkehr. Wir begrüßen, dass zusätzliche Milliarden in den sozialen Wohnungsbau fließen sollen,
Das ist dringend notwendig. Angesichts der Verknappung bezahlbaren Wohnraums, das muss noch viel stärker ausgeweitet werden. Und wir begrüßen die Festlegung, das Rentenniveau bis zum Jahr 2025 nicht unter 48% zu senken. Die Rentenkampagne der DGB-Gewerkschaften, Kolleginnen und Kollegen, unsere Rentenkampagne hat hier Wirkung gezeigt. Gut so. Auch wenn die Frage, wie es nach 2025 in Sachen Rentenpolitik weitergeht, noch nicht, damit überhaupt noch nicht geklärt ist. Im Gegenteil, Kolleginnen und Kollegen, die Auseinandersetzung darum wird in den nächsten Monaten an Schärfe wieder zunehmen und wir werden gefordert sein, Flagge zu zeigen für eine Rente, die nach jahrzehntelanger Arbeit ein anständiges Leben ermöglicht und reicht, um in Würde alt werden zu können, Kolleginnen und Kollegen. Wohnungs- und Mietenpolitik, Renten- und Arbeitsmarktpolitik, Bildungs- und Finanzpolitik, das alles bleiben umkämpfte Felder, auf denen die Interessen von Arbeit und Kapital aufeinanderstoßen. Ebenso wie dies bei der Gestaltung der Digitalisierung und ihrer Folgen der Fall ist. Mit der Digitalisierung öffnen sich ja ganz unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten. Und wir alle, Kolleginnen und Kollegen, wissen, Technik kann von Menschen in viele Richtungen genutzt werden. Als Instrument von Arbeitserleichterung wie auch der Arbeitsverdichtung. Roboter können einerseits menschliche Arbeit verdrängen, sie können den Menschen aber auch Freiheitsräume verschaffen. Und deshalb gilt, Kolleginnen und Kollegen, nicht die Digitalisierung an sich ist das Problem, sondern das, was wir Menschen daraus machen. Das Inventar des Möglichen jedenfalls erweitert sich durch die Digitalisierung exponentiell. Und mit unseren Gewerkschaften werden wir dafür sorgen müssen, dass sie aus diesem Inventar des Möglichen nicht nur oder weit überwiegend die bedienen, die mit der Souveränität und der Würde des arbeitenden Menschen nichts oder nur wenig am Hut haben, so wie die Amazons dieser Welt. Die Digitalisierung zu gestalten, gehört deshalb zu den zentralen Herausforderungen für uns als Gewerkschafter. Sie ist ein Brennpunkt unseres Einsatzes für gute Arbeit. Kolleginnen und Kollegen, lasst mich zusammenfassen. Uns geht es um gute Arbeits-, Ausbildungs- und Lebensbedingungen. Dafür treten wir ein. Und dafür brauchen wir starke Gewerkschaften. Gewerkschaften mit einer starken Mitgliederbasis. Gewerkschaften, die die Politik unter Zugzwang bringen können. Gewerkschaften, mit denen sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Betrieben schützen und mit denen sie für faire Entlohnung, gute Arbeitsbedingungen und auskömmliche Renten streiten können. Gewerkschaften, die in der Lage sind, Kräfte zu bündeln und berechtigten Forderungen den nötigen Nachdruck zu verleihen, egal ob in der Metall-, Chemie- oder Druckindustrie, im öffentlichen Dienst, im Handel oder wo immer sonst wir für gute Löhne kämpfen, für Tarifbindung und für Tarifverträge, die schützen. Dafür haben wir uns in Gewerkschaften zusammengeschlossen. Wir stehen für fundamentale moralische Werte in unserer Gesellschaft, für Fairness und Solidarität, für soziale Gerechtigkeit, für gegenseitigen Respekt, für die Würde des Menschen in der Arbeit wie im Alter. Und wir stehen zugleich Seite an Seite mit den Jungen bei Bildung und Ausbildung und streiten gemeinsam für die Übernahme nach erfolgreicher Ausbildung in möglichst gesicherte Arbeitsverhältnisse. Und deswegen, Kolleginnen und Kollegen, und deswegen sind wir stolz darauf, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter zu sein. Heute, 128 Jahre nachdem Arbeiter und Arbeiterinnen begonnen haben, den 1. Mai als Tag der Solidarität zu begehen, als ihren Tag der internationalen Demonstrationen für die Rechte der arbeitenden Menschen, als Tag
des gemeinsamen Kampfes für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen überall auf der Welt. Ja, Kolleginnen und Kollegen, wir sind stolz darauf, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter zu sein. Und das bringen wir zum Ausdruck. Heute hier auf dem Burgplatz und morgen wieder in den Betrieben, in den Verwaltungen, in den Ausbildungswerkstätten und wo immer sonst Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ihren Mann und ihre Frau stehen. Das ist unsere gemeinsame Botschaft heute hier aus Braunschweig und die Botschaft der vielen Hunderttausende, die heute überall auf der Welt ihren wie unseren 1. Mai feiern. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.